So, willkommen zurück zu The Long Dark. Ich muss die Brücke suchen, finden. Oh, was war das? Das habe ich mit. Das ist vergessen. War das hier? Ja, was ist denn so eilig? Alles gut. Naja, das war ein Gang weiter, ne? Ja, war ja klar. Das war ja klar. Aber natürlich war das ein Gang weiter. Weil ich glaube, das ist nicht so gesund für dich, wenn du da an der Seite rumhüpfst. Würde ich fast behaupten. Alter, was ist hier los? Oder ist das dasselbe? Das war jetzt irgendwie verwirrend. So, hier aber. Also hier muss sie sein. Sonst weiß ich es nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich muss mal gucken, wie weit wir kommen. Weil da unten möchte ich mich ja auch mal umschauen. Denn wir wollen eigentlich gar nicht runter. Wir wollen nämlich hoch. Kann aber sein, dass ich das gar nicht alles auf einmal schaffe. Müssen wir mal schauen. So. Jetzt gerade bin ich sowieso überladen. Ach, das ist schon drin, ne? Okay. Ich bin erstmal in diese Richtung. Sofern wir können. Geht das? Ja, ne? Sollte ich nicht rein. Ja, das habe ich fast befürchtet. Gemein. Haben wir diese Brücke schon gefunden? Ich glaube nicht. Und hier ist dicht. Hier gibt es nichts mehr. Wunderbar. Die Brücke steht hier jetzt gar nicht, ne? Wir sind hier am Ende. Ich weiß nicht genau. Müssen wir mal schauen, ob wir die finden. Dann geht's in die andere Richtung. Ach, warum muss das denn jetzt stören? Das ist doof. Ich habe jetzt aber schon gedacht, wo ich losgegangen bin. Beziehungsweise als ich losgegangen bin.
Naja, falls wir es jetzt in diesem Tage nicht schaffen sollten, dann auf jeden Fall den danach, weil dann muss ich ja nichts mehr erkunden. Also ich muss jetzt auch nichts erkunden, ich möchte aber. Es ist aber Gott sei Dank nicht kalt, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich mal gucken, denn hier ist ja schon ein ganzes Stück eingezeichnet, ne? Dass ich meine Kohle jetzt verschwende, das möchte ich eigentlich nicht. Die andere Kohle, also von dem Lagerfeuer, da die holen wir uns noch. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Das müsste nämlich ordentlich sein. Die 12 Stück kriegen wir da garantiert raus. Dass hier nicht kalt ist, ist insofern gut. Dann könnte man es riskieren, sich hier hinzulegen. Also hier zu schlafen, draußen zu schlafen. Aber es wird auch gerade ruhiger. Das finde ich nett vom Spiel. Das ist ruhiger wird. So. Hier geht's auch noch hoch, glaube. Oder nicht? War das nicht so? Ich guck gleich mal. Achso, oder hier geht's nur hoch? Komm ich hier gar nicht weiter? Aber das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Hier geht's durch. Doch, da geht's auch weiter. Wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube, hier geht's nicht so weit. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Nee. Das machen wir jetzt nicht. Dann gehen wir erstmal hier lang. Machen wir später. Wo bin ich denn überladen? Ach, wie süß. Gibt es nicht sonderlich viel, außer diese Rohrkolben-Dinger, die man hier wunderbar finden. So, ich glaube, wir sind da. Denn hier will ich eigentlich hin. Da haben wir ein Kletterseil und das ist doch ziemlich lang.
Genau. Ach, schade, du bist auch da. Boah, was ist denn das hier für ein Schimmer? Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass er nicht da ist. Genau, da ist nämlich eine Höhle. Und ich vermute mal, dass das seine Höhle ist. Und ich habe doch ein bisschen Respekt davor, da drinnen zu übernachten, ehrlich gesagt. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass er mir in den Hintern beißt. Was ich verstehen könnte. Ist ja sein Zuhause, nicht meins. Oder er läuft einfach weg. Das kann natürlich auch sein. Okay, ist die Frage, starten wir den Versuch jetzt? Wir könnten es. Ich habe Angst. Diese großen Kletterseile sind immer so eine Sache. Ich sag da aber gleich etwas zu. Da sage ich auch erst etwas zu, wenn ich es geschafft habe. Okay. Soweit so gut. Bitte nicht stürmen. Oh, Alter, ich habe gesagt, nicht stürmen. Willst du mich verkohlen? Aber mir ist nicht kalt, ne? Warte mal. Reizen das mal eben aus. Jetzt ist mir kalt. Nein! Ja, das meine ich halt. Ein Fehler. Ein Fehler und du hast ein Problem. Ist echt? Hä, warum wird es denn nicht weniger? So. Kerzen gerade. Ja. Drückt mir die Daumen. Wir versuchen es. Und stopp, ne? Oh, ganz doll die Daumen drücken. Ganz doll die Daumen drücken. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Ah. Ich bin auch schon mal kurz davor abgerutscht. So ist das nicht. Aber sie schafft's.
Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich diese Map, ja, ich kann es leider nicht einzeichnen, das ist ärgerlich, schon mal angefangen habe und es war ein unglaublicher Akt, hier hochzukommen. Deswegen war ich jetzt gerade etwas, ja, dezent angespannt. Hier ist irgendwo... Ja, yeah, alles gut. Hier ist eine Höhle. Jetzt leider nicht so viel Holz. Ah, aber hier ist ihr warm. Das ist schön. Ja, so ein Schokoriegel. Ich würde ganz gerne erstmal hier bleiben, weil... Das möchte ich nicht. Ich das hier oben noch einzeichnen will. So will ich jetzt gar nicht so weit laufen. Ich hoffe einfach, dass der Sturm gleich nachlässt. Oh, wir haben es geschafft. Come on, little fire. Come on, little fire. Oh ja. That's a good one. Wie viel Trinken habe ich denn? Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht alles reinhauen. Das Trinken... Lass ich mal trinken sein, ich schlaf lieber. Wie viele Stunden? Ich habe nicht drauf geachtet, Entschuldigung. 6. Wir machen erstmal 6. Es wird ruhig. Schön, 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 schön. Wir können noch 2 weitere Stunden. Das Feuer hält sich. Och nö. Noch keine Laterne gefunden, ne? Leider. Was? Na gut, dann mach doch mal eben. Ich spiele noch mal eine Stunde. Sowieso noch nicht ganz hell. Oh, jetzt aber gut. Und solange es so ist, dass ich einzeichnen kann, ist es mir egal. Wunderbar. Wir gehen auch nochmal hier zurück. Ja, wir müssen eigentlich da lang. Oder können wir hier oben hin?
hier gibt es nichts mehr zu sehen. Okay, das Kletterseil zeichnen wir noch ein. Nehmt mal mit. Man findet hier leider nicht ganz so viel. Schnell, schnell! Ich dachte gerade, es hört auf zu stürmen. So, okay. Gut. Dann gehen wir hier lang. Ist auch nicht mehr ganz so weit. Wenn man erstmal hier oben angekommen ist, geht es eigentlich auch. Also sofern man sich ein bisschen auskennt, auf jeden Fall. Wobei, so groß ist das hier ja nicht. Also den Unterschlupf. Ja gut, man kann jetzt dran vorbeilaufen, aber dann läufst du ja zumindest in diese Richtung. Und auch hier erwartet uns gleich was. Ja, ich hasse Gegenwind. Kleines Häschen, lauf. So, jetzt sieht das erstmal aus wie eine Sackgasse, ist es aber nicht. Und wenn, dann würde ich mich sehr wundern. Da sind wir nun. Nee, ist gar nichts. Okay. Ist allgemein nichts. Gut. Wir befinden uns jetzt gleich bei der Mine. Und wir wollen damit eigentlich unseren Auftrag erfüllen. Die wäre dann hier oben. Ich möchte aber ganz gerne noch. Hatte ich das jetzt schon eingezeichnet? Weiß ich nicht mehr. Ich mach's einfach nochmal. Ich möchte ganz gerne nochmal hier lang. Das hier alles anschauen. Und gesund klingt das hier nicht. Das sieht nicht mal gesund aus. Naja, das kann uns jetzt eigentlich gerade völlig egal sein. Der Zugang ist dicht. Alter. Das ist doch alles gut. Mensch, ja. Ja, ich weiß, dass es kalt ist. Gehen ja auch gleich wieder. Muss mal eben gucken, dass nicht gleich drauf gehen.
Okay, so, ganz schnell da rein. Damit wir es schön warm und gemütlich haben. Haben wir hier noch was? Nein. Alles klar. Aber bei der Mine schauen wir uns im nächsten Part um. Das machen wir jetzt nicht mehr. Verlassenes Bergwerk. Ganz genau. Wir sind im richtigen Moment hier reingekommen. Wunderbar. Noch schöner wäre es mit Licht, ehrlich gesagt. Also mit einer Lampe. Wir haben jetzt nur diese... Na, diese hier. Naja. Was ich nochmal eben gucken wollte. Ich hatte eben Handschuhe gefunden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich hatte mich so gefreut. Aber wir sind, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Ne? Die Handschuhe gar nicht. Ich brauche sie gar nicht. Dann können wir die ja eigentlich gleich mal eben zerlegen. Okay, wunderbar. Alles klar, dann danke ich fürs Zusehen und wenn ihr mögt, dürft ihr beim nächsten Mal gerne wieder einschalten und dann werden wir die Biene erkunden. Was auch einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird, weil die ist etwas größer. Alles klar. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.